Auf der Straße müsst ihr in der Selbstverteidigung zum Tier werden. Und darum geht's heute. Fresh, Jochen von Krasmagar, schön, dass ihr da dabei seid. In der Selbstverteidigung müsst ihr zum Tier werden. Wir haben die Vorstellung, häufig durch Filme oder Kampfkunst vermittelt, dass wir technisch so überlegen sein können im Kampf auf der Straße, dass wir völlig gelassen und stoisch wie ein Mönch kämpfen und technisch so stark sind, dass wir unseren Gegner sozusagen dominieren, weil wir technisch so viel besser sind. Dass das ein Irrglaube und ein Mythos ist, bezahlen viele Leute mit ihrer Gesundheit auf der Straße. Wir sehen das völlig anders. In unseren Augen ist es so, dass ihr wirklich zum Werwolf werden müsst, wenn ihr kämpft. Warum ist es anders als im Dojo? Egal wie gut er kämpft, wie viel besser Nick ist, auch besser in Shape ist als ich, wenn ich irgendwie quatsche und ihm das Ding unten reinjage, ist der Kampf vielleicht schon entschieden. Ja, ich habe neulich die Geschichte gehört von jemandem, der hat einen Schlag abbekommen, auf den Boden geknallt und war tot in der Kneipe. Und der Kneipier, der verantwortlich war, ist dann direkt eingesessen. Das heißt, es ist ein kurzer Impuls, nur wir quatschen, wir erzählen und ganz plötzlich, bam, kommt die Keule. Und ihr könnt nicht immer Combat Ready sein. Zweitens ist es so, es geht nicht um Punkte. Ja, wenn wir uns hier karatemäßig hinstellen, machen wir ein bisschen, wow, ja, hast du auch gerade erzählt, viele Kampfsportler hören dann auf, wenn sie einen Punkt gemacht haben. Es geht auf der Straße aber nicht darum, einen Punkt zu machen, sondern darum, zu treffen und ihn zu vernichten. Ja, und deswegen hört er nicht auf, selbst wenn ich das trainiert habe, oh, ich mache einen Low-Kick, habe einen Punkt gemacht, richte mich wieder aus oder helfe ihm sogar hinterher auf. Da sind Mechanismen drin, die wollen wir nicht trainieren. Auf der Straße geht es einfach ums Ganze. Und was dazu kommt, im Dojo haben wir eine gepolsterte Ringboden und eine Begrenzung. Auf der Straße, was ist los? Stell mal kurz auf. Na, wenn er plötzlich hier abgeht, wir haben einen Stuhl zwischen uns, wir haben ein hartes Environment. Wenn wir jetzt kämpfen, ich habe eine Waffe in der Hand, ist das nicht mehr technisch. Und ich kann auch unmöglich jetzt dosieren, dass ich ihm ganz sanft erstmal nur Respekt verschaffe. Wenn es jetzt abgeht, geht es ums Ganze. Das bedeutet, ihr müsst das Biest in euch entfesseln. Wenn es hart auf hart kommt, müsst ihr alles geben. Und das bedeutet auch, dass ihr vorher alles tut, um die Gewalt zu vermeiden. Ihr geht also gar nicht erst hin, ihr entzieht euch frühzeitig, hört nicht auf euer Ego und deeskaliert. Aber wenn was passiert, wir geben Vollgas. Und zwar, das umfasst beißen, schreien, an den Haaren ziehen, in die Augen stechen, die Eier greifen und quetschen. Ihr müsst wirklich Vollgas geben und nicht aufhören, bis der Kampf so eindeutig für euch vorbei ist, dass ihr entkommt. Ja? Wir halten nichts davon, einen krassen Kick zu landen, der andere sagt, damit habe ich nicht gerechnet und ihr könnt dann friedlich nach Hause gehen. Sondern was wir machen ist, wenn wir angegriffen werden und es nicht vermeiden können, machen wir den anderen kaputt. Die erste Technik, die wir euch zeigen, die könnt ihr auch ein bisschen abwandeln. Jetzt zeige ich euch einen schönen Drill, mit dem ihr das richtig geil trainieren könnt, ist, der Gegner ist sehr nah. Kommt mal ein bisschen näher. Ne? Wenn der Gegner so nah ist, da geht es ums Ganze. Da kann ich jetzt nicht den Abstand suchen und irgendwie sagen, okay, ich verpiss mich noch oder wir machen einen hohen Tritt oder ich renne weg, sondern jetzt ist die Scheiße am Dampfen. Was wir immer machen können, ist natürlich, habe ich gesagt, beißen. Ne? Wenn ich die Nähe scheue, wird das schwierig. Das heißt, ne, ich greife ihn mir und er zeigt ja ein bisschen Fleisch, ne, kann ich zupacken und beißen. Und beim Beißen mache ich noch richtig Lärm. Ja? Ich mache mehr zum Werwolf, ich beiße, komme ein bisschen näher, so. Ich ziehe mir den Haaren in den Hals. Er ist ein Vegetarier, das heißt, bei ihm ist das so wie bei einer Whisky-Verkostung, den muss er wieder ausspucken. Aber entscheidend ist, ihr schnappt euch das Fleisch, beißt da rein, alles was ihr habt, ihr könnt das Ohr beißen, denkt mal an Tyson. Ja, überlegt mal, wie Evander Holyfield, der hätte nicht weiterkämpfen können. Ja? Ich muss den Abstand schaffen, ich ziehe an den Haaren, boom, und dann Palm Strike und Co. hau ich richtig ordentlich zu. Der Drill sieht wie folgt aus, er presst sich richtig ran. Was ich mache ist, ich schaffe erstmal Abstand. Das mache ich, indem ich mein Gewicht nach vorne verlagere und ihn richtig schön öffne. Seht ihr das? Kommt noch ein bisschen näher. Er ist hier dran. So, und sein Kopf ist jetzt schön, wie ihr seht, eine schöne Zielscheibe für meinen Kopf und Kopfnuss. Richtig schön. Boom. So, wie muss ich das bei der Kopfnuss machen? Mein Kinn zur Brust und ich treffe irgendwie mit etwas Hartem. Hier ganz oben ist blöd, aber dieser Stirngürtel hier oben ist total hart. Und wenn ich dann richtig schön mit dem Harten in sein Weiches reingehe, das ist schon ein Killer. Und du hast es auch gerade gesagt, als es im Club mal passiert ist, hatten selbst die Türsteher keinen Bock, diesen Typen festzuhalten, der das gemacht hat. Kopfnuss hat eine extreme Wirkung, auch psychologisch. Ne? Also erst nicht dran, ich beiß ihn, öffne das und jetzt kommt die Kopfnuss. Boom! Ja, machen wir ganz vorsichtig, nachher ein bisschen härter.
Was ich jetzt mache ist, na, er ist so dicht hier, klar kann ich wieder öffnen für den Ellbogen. Warum soll ich mich in der Waffe nicht bedienen, die ich habe? Was ich mache ist, das Knie um 30 Grad. Boom! So, und jetzt ziehe ich ihn an die Wand. Boom! Richtig schön an. So, jetzt will ich natürlich nicht mit ihm alt werden, ne? Das heißt, ich gehe wirklich raus, ich kann ihn bearbeiten. Hammer, Ellbogen, ihr wisst, wie die Dinger Impact haben, wie wir sie machen. Für den Drill zeigen wir euch gleich, wie wir es machen. Vorher gehen wir aber mit der Pratze nochmal rein. Mit der kleinen Handpratze, die Nick hält, ne, er ist hier dran. Wie gesagt, das Beißen müssen wir jetzt nicht trainieren, aber wie gesagt, macht richtig Lärm dabei. Ah, richtig beißen, da hat er gar keinen Bock drauf, wenn es plötzlich hier schneidet und wehtut. Ich öffne ihn wieder, husch, und jetzt geht die Pratze hoch. Habt ihr das gesehen? Boom, und die Kopfnuss rein. Einfach schön, direkt nachdem er nach hinten gewirbelt wurde, setze ich die Kinn auf die Brust und lasse die Rakete feuern. Boom, ich ziehe ihn dann parallel ran, seht ihr das? Genau, machen wir mal von der Seite. Eigentlich geht der Dreh andersrum, aber ist ja egal. Das heißt, wir haben dich hier. So, und jetzt öffne ich ihn. Ja, und könnt richtig ordentlich zulangen. Klar können wir auch einen Ellbogen reinfeuern oder was. Speer machen. Unbegrenzte Möglichkeiten, aber der Drill geht so. Nochmal kurz ran. Einmal. Richtig ordentlich die Kopfnuss rein. Dann kommt das Knie, das täuschen wir nur an. Und dann reiße ich ihn rum. Und drehe den Drill einmal um. Wir machen das so, dass wir beide mit Pratzen arbeiten. Und gucken mal, dass der Drill schön geschmeidig aussieht. Knie ran. Klar ist auch, ne, wenn ich ihn hier rumgewirbelt habe, bleibe ich ja nicht dran. Das ist nur für den Drill. Wenn ich hier dran bin, ich beende die Sache und lasse ihn in der Ecke zurück. Ich will ja da nicht hin. Aber für den Flow können wir das schön so machen. Okay. Der Drill, das ist ein schöner Partner-Drill. Da ist ja klar, wir wollen hinterher sozusagen nicht immer wieder rein in die Geschichte. Das heißt, wir switchen bei dem Drill ständig zwischen Angreifer und Verteidiger. Nochmal, er ist hier dicht, ich ziehe ihn an mich ran, ne? Dieses, oh Gott, ich will Distanz haben, das läuft nicht. Ganz im Gegenteil, ihr müsst so gefährlich und wild werden, deswegen halt der Werwolf, dass ihr packt ihn richtig ran, zieht ihn an euch ran und beißt ihn irgendwo hier. Überlegt mal, wie krass hardcore das ist, da zu beißen. Und währenddessen schreit ihr noch jemand, schreit euch ins Ohr und beißt. Und ihr spürt diesen krassen Schmerz und wie das heiß wird an der Stelle. Ja, der zieht seinen Kopf weg. Ich öffne das Ding, dann explodiere ich mit meinem Kopf, Kinn auf die Brust. Irgendwo hier trifft, bam, irgendwas in seinem Gesicht. Da dürft ihr auch keine Sorge vor euren eigenen Schmerzen haben. Das muss einfach durchknallen. Boom, richtig ordentlich mit Wucht ranziehen, gleichzeitig Kinn auf die Brust, Kopf nach vorne. Der Kopfnuss ist eine mächtige Waffe. Knie unten rein in die Weichteile, das ist auch hardcore. Und dann ziehe ich den Typen genau an die Wand, in der er mich eben gebracht hat. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir raufen hier noch ein bisschen. Bleibt entspannt, bleibt fresh, macht Krav Maga und werdet zum Tier. Ja, Freunde, zum Schluss. Ciao, wir verabschieden uns von Nick. Warte mal. Ja, jetzt kommt wieder Strike. Bis du die Hand zieh ihn runter. Und jetzt die Hand auf den Leerfuß bewegt in diese Richtung. Jetzt bewegt dich einmal rum. Und kreis einmal rum.